Die Achter sind unsere Weisheitszähne und die müssen hin und wieder entfernt werden. Manche Patienten haben sie noch, andere haben sie nie angelegt gehabt. Bei einigen gibt es die Empfehlung, dass sie entfernt werden müssen. Heute geht es darum, um die Gründe, warum Achter, warum Weisheitszähne entfernt werden müssen. Also bleibt gerne dran bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Es geht um Weisheitszähne. Immer wieder gut diskutiertes Thema. Müssen sie raus? Wie wird das dann Ganze denn ablaufen? Dazu folgt ein Video. Heute geht es darum, warum müssen Weisheitszähne eigentlich raus? Fangen wir mal damit an. Warum haben wir eigentlich Weisheitszähne? Weisheitszähne gelten heute als Rudiment. Das bedeutet, es ist ein Organ, also oder in dem Fall ja auch ein Zahn, der auf dem Rückmarsch ist, sowas wie der Wurmfortsatz oder der Blinddarm im Darmbereich, ist auch der Weisheitszahn, der Achter, ein Organ, das sich zurückbildet. Wir haben vor vielen tausend Jahren viel größere Kiefer gehabt. Die Menschen haben keine vorgefertigte Nahrung in den Supermärkten kaufen können. Und durch diese riesengroßen Kiefer war es eben so, dass wir auch noch mehr Zähne hatten, damit wir da das ganze Holz raspeln konnten, damit wir entsprechend ja auch das große Fleisch dann da von den Knochen abnagen konnten. Und das Ganze hat sich natürlich arg zurückgebildet. Unsere Kiefer sind wesentlich kleiner geworden und damit auch der Platz für Weisheitszähne. Es gibt auch sogar noch Patienten, in seltenen Fällen haben wir gerade vor letzte Woche einen gehabt, der tatsächlich noch einen Neuner hatte, also noch einen Zahn praktisch hinter dem Weisheitszahn. Das war auch früher noch öfter wohl so. Der Weisheitszahn wiederum ist ein Thema, um den heute immer wieder ja, Mythen diskutiert werden und auch viel Geschichten erzählt werden können. Auch ich habe mir meine mit 17 Jahren entfernen lassen müssen. Das Ganze lief ganz gut ab. Allerdings ist es natürlich so von der Sache her nicht der Wunsch eines jeden Patienten, dass das Ganze ja auch zu machen ist. Ich möchte heute einen Überblick geben, warum müssen Weisheitszähne raus. Habe mir insgesamt 7 Punkte aufgeschrieben und starten wir mal mit Punkt 1. Das sind ganz klar die Entzündungen, die sich in diesem Bereich dann entwickeln. In einigen Fällen bedeutet also, dass es rot wird, dick wird, dass Eiter entsteht, dass eine Schwellung entsteht, die manchmal so Richtung Kiefergelenk ausstrahlt und ja, dann auch dazu führen kann, dass es praktisch also eine Kieferklemme gibt, also der Mund nur noch so weit aufgeht. Und wenn das Ganze dann der Fall ist, dann ist es eben irgendwie schon klar, ja, hier ist was zu tun. Natürlich im ersten Moment mal so, dass die Entzündung sich zurückzieht, was im Idealfall durch Spülung, durch Einlagen passieren kann und dass du selbst also im Mund spülst. Wenn die Lymphknoten, die hier in dem Bereich dann auch recht nahe dabei sind, druckempfindlich sind, dann empfiehlt es sich, ein Antibiotikum zu verschreiben. Wir empfehlen Amoxiclav 875 Milligramm 5 Tage und dann sollte sich das Ganze so weit zurückbilden, dass man danach einen sauberen Blick drauf werfen kann und entscheiden kann, macht es Sinn nochmal zu schauen oder geht man doch die Planung an, die Weisheitszähne zu entfernen. Ja, also eine rezidivierende Entzündung des Zahnfleisches immer wiederkehrend, das ist schon ein klarer Grund, auch zu sagen, wenn es nicht pflegbar ist, dann einfach raus damit. Zweiter Punkt, kieferorthopädische Anweisung. Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kieferorthopädische Behandlung, deine Zähne stehen schön gerade und es geht darum, dass zu vermeiden ist, dass ein Rezidiv eintritt, also ein Relaps, also wiederum eine Verschlechterung der Zahnstellung oder ein Engstand in der Front, weil die Wachstumsrichtung einfach hier so immer nach vorne geht und die Kiefer, ja, also die Weisheitszähne oftmals eben auch so ein bisschen schräg liegen, dann ist es eben ratsam in einigen Fällen, nicht in allen, dass der kieferorthopädische Rat dann entkommt. Chirurg oder Zahnarzt entfernen die Weisheitszähne in dem und dem Alter und dann ist es eine klare Anweisung, gibt doch klare Richtlinien dazu mittlerweile und dann ist dem idealerweise auch Folge zu leisten. Normalerweise passiert das Ganze dann im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, sage ich mal, und bedeutet dann auch in der Behandlung in der Phase, wo die Behandlung nicht zu anstrengend ist, weil der Kieferknochen noch recht weich ausfällt. Drittens, funktionelle Störungen, CMD, ja, Dysbalancen habe ich mir mal aufgeschrieben. Also
Es ist ja so, dass der Kiefer nach hinten etwas ansteigt von der Kurve her im Unterkiefer und die Weisheitszähne da in der letzten Position eben auch oft recht schräg stehen. Und dann hängt es wiederum auch davon ab, hast du im Gegenkiefer jetzt schon den Weisheitszahn schon intakt so vorhanden, 1:1, oder ist er vielleicht gar nicht angelegt? Was ist mit dem Zahn davor? Ist er vielleicht raus oder wie auch immer? Und ungünstig ist es eben vor allen Dingen dann, wenn der eine Kiefer einen Weisheitszahn hat und der andere Kiefer nicht. Und der eine Zahn wächst jetzt weiter raus und dann kommt es zu bei den Seitwärtsbewegungen, also wo man normalerweise über den Eckzahn schieben sollen, passiert dann so, dass wir dann tatsächlich nicht nur über den Eckzahn, sondern gleichzeitig oder ausschließlich über den Weisheitszahn schieben. Und das würde bedeuten, dass man kiefergelenksnahen Kontakt hat, also hier. Und kann zu einer Überlastung des Kiefergelenks führen, was eben funktionell sehr ungünstig ist. Und wenn es da Probleme gibt oder sich Probleme entwickeln im Kiefergelenk, kann es sein, dass das Ganze super schwer perspektivisch zu behandeln ist. Deswegen dann ratsam prophylaktisch eher entfernen. Viertens, präprothetisch, präparodontisch oder ja, präimplantologische Entfernung. Wenn du einen neuen Zahnersatz bekommst, der schleimhautbedeckend bis hinten gelagert ist, dann ist die Richtlinie an und für sich so, die Weisheitszähne müssen raus, wenn sie unterm Zahnfleisch liegen. Normalerweise werden sie bei hochwertigem Zahnersatz nicht mehr eingebunden. Man bindet Weisheitszähne heute auch kaum noch in Brücken ein oder in irgendwelche anderen Teleskopversorgungen, wie auch immer. Es sei denn, wirklich, sie stehen sehr weit vorne aufgrund der anderen fehlenden Zähne, schon seit dem Jugendalter etwa. Dann würde ich sagen, kann es eine Ausnahme mal darstellen. Also präprothetisch sollten die Zähne dann raus vor Zahnersatz entfernt werden. Präparodontologisch bedeutet, wenn du eine Parodontitis-Behandlung bekommst an einem intakt stehenden Siebener, also in dem Zahn davor, und der Zahn dahinter hat keine gute Prognose oder liegt ungünstig mit einer immer wieder einkehrenden Taschenbildung, ohne dass die jetzt wirklich immer akut ist, dann ist die klare Empfehlung und auch die Richtlinie, die Weisheitszähne dann zu entfernen. Und präimplantologisch gilt das Gleiche. Also wenn man im siebener Bereich ein Implantat setzen möchte und man lässt da hinten so einen retinierten, also so unter Schleimhaut liegenden Weisheitszahn drin, dann sollte jeder Behandler auch daran denken, den lieber vorher zu entfernen, weil nichts ist schwieriger, als hinter einem Implantat eine Osteotomie zu machen und einen Weisheitszahn auszubuddeln, weil es dann unter Umständen später Probleme gibt, warum auch immer. Das wünscht sich wirklich niemand. Fünftens, der Klassiker, Karies und Endodontie, an und für sich jetzt ein seltener Fall, aber doch in diesem Zuge so, also selten meine ich, dass es, ja, wenn wir von der klassischen Weisheitszahnentfernung sprechen, dann nur so ist, dass der Zahn eben zerstört ist oder so viel Karies da vorhanden ist, dass er nicht mehr zu restaurieren ist oder es keinen Sinn macht oder man nicht rankommt. Endodontie, Wurzelkanalbehandlung an diesem Bereich, in diesem Bereich des Kiefers durchzuführen, ist meistens unmöglich. Aufgrund der geringen Kieferöffnung kommt man mit den langen Instrumenten da kaum ran und das ist auch übermäßig anstrengend. Außerdem ist die Anatomie sehr variabel, dann eher die Empfehlung, Zahn entfernen lassen. Sechstens habe ich mir aufgeschrieben, Frakturen der Zähne, ja, ist einfach nur mal ein Punkt, der zu erwähnen ist. Also wenn da irgendwas dolle weggeknackt ist, zum Beispiel wegen einer Überlastung oder wie auch immer, weil es einfach ja, eine Fehlbelastung gab, dann natürlich auch eher keine Krone geben, nicht auf Teufel komm raus erhalten, sondern entfernen. Und siebtens habe ich mir noch aufgeschrieben, im Oberkiefer gibt es eine einseitige Sinusitis, also eine Kieferhöhlenentzündung, die eben so ist, dass wir zum Beispiel alle anderen Zähne im vorderen Bereich sind intakt, sind auch Sensibilitätstest positiv, nur der Weisheitszahn hat eine unklare Sensibilität und hat auch einen Verdacht auf einen Entzündungsherd. Dann steht die Empfehlung natürlich auch wieder zur Entfernung, einfach auch um die Kieferhöhle prophylaktisch zu entlasten und das Ganze da dann heilen zu lassen. Fällt natürlich auch in den Bereich der Entzündung. Ich habe es reingenommen, weil es irgendwo ein spezieller Punkt ist, der auch die Zahnmedizin hin und wieder betrifft, oder immer wieder mal betrifft vielmehr, wo wir auch manchmal Überweisungen bekommen vom HNO, um abzuklären, ob so eine Entzündung an der Wurzelspitze eventuell dann verantwortlich ist für eine Entzündung der Kieferhöhle.
Das wäre normalerweise nur dann der Fall, wenn es einseitig auftritt. Also wenn die Kieferhöhlenentzündung beidseits ist, dann fällt dieser Aspekt aus, dann kommt es nicht von den Zähnen. Das wäre ein Zufall von 1 zu mehreren Millionen gefühlt. Also einseitig, und du kannst es testen, indem du praktisch den Kopf, also indem du dich hinsetzt, die Beine, die Knie mal ein bisschen auseinander nimmst und dann mal den Kopf nach unten nimmst zwischen die Knie, und dann merkst, dass der Schmerz so entsteht einseitig, und dann spricht es eher für eine einseitige Kieferhöhlenentzündung, Sinusitis, und dann ist eben auch eher abzuklären, was mit den Zähnen alles in Ordnung ist. Und bei Bedarf natürlich dann die entsprechende Behandlung beim weißen Zahn, die Entfernung. So, wollen wir noch kurz auf den biologischen Aspekt der Weisheitszahnentfernung eingehen. Also biologische Zahnmedizin spricht vom Verlust eines Organs, also eines Zahns, der gleichzeitig eines Organs. Wir sehen natürlich die Aspekte, die von der Schulmedizin kommend in den meisten Fällen eine Zahnentfernung, eine Weisheitszahnentfernung unumgänglich machen. Und hier würde biologische Zahnmedizin genauso argumentieren. Anders würde sie sich sicherlich aufstellen, wenn man im Bereich von Kieferorthopädie spricht oder von Karies. Dann würde man eher dazu raten, ja, mehr Aufwand da reinzustecken, das anders zu stabilisieren, sage ich mal. Weil man hier doch, ja, im Sinne einer optimierten Heilung da Probleme sieht. Die Entwicklung von so einem sogenannten NICOS, das kannst du gerne mal googeln, Entzündungen, Aussackungen in den Kiefern nach Weisheitszahnentfernung, nach Zahn-OPs, die dazu führen, dass im Nachhinein unsystematische Entzündungen im Körper entstehen, die unklare Genese sind, die wirklich auch Sachen verursachen wie Kopfschmerzen und andere wirklich schwer zu diagnostizierende Aspekte, wo man dann erst wirklich recht spät auf die Zahnmedizin tatsächlich kommt und erst im Spezialisten dann im 3D-Bild erkennen können, dass es sich hier um solche sogenannten NICOs eben handelt. Und dann kann ein Spezialist dort Zahn-OPs durchführen, Kiefer-OPs, und Hilfe von speziellen Behandlungstechniken diese NICOs eben reinigen. Meistens wird dann Ozon angewendet. Wir machen es hier so, dass wir mehr Aufwand in die Heilung reinstecken, dass wir also praktisch die bestmögliche Heilung initiieren wollen nach der Zahnentfernung. Das heißt also, wir nähen lieber einmal mehr. Wir setzen in der Empfehlung auf jeden Fall auf den Laser, und wir gucken, dass die Patienten gut nach der OP versorgt sind und dass sie gut aufgeklärt sind. Wenn diese Heilung so eintritt, dann ist bei den meisten Fällen aus unserer Sicht auch eine gute Heilung gewährt. Ja, hast du Fragen zu Weisheitszahnentfernung und zu den Gründen, oder wurde dir ein Weisheitszahn entfernt, dann schreib mir gerne deine Erlebnisse, und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, dein Dr. Christian Schubert.